Hallo alle zusammen, guten Morgen. Wie geht's euch? Ich bin Herr Mustafa, euer Deutschlehrer. Heute spreche ich inshallah über Deklination der Adjektive. Deklination der Adjektive. Adjektive wie praktisch, nützlich, schön, wie so weit. Okay? Wann deklinieren wir Adjektive? Wann deklinieren wir Adjektive? Wir deklinieren Adjektive, wenn sie vor einem Substantiv stehen. Wir deklinieren Adjektive, wenn sie vor einem Substantiv stehen. Okay? Beispiele. Das ist ein kleiner Schrank. Ja? Das ist ein kleiner Schrank. Kleiner ist ein Adjektiv, steht vor Schrank, ein Substantiv und dekliniert. Ja? Das ist ein großes Bad. Groß ist ein Adjektiv, steht vor einem Substantiv Bad und dekliniert. Das ist eine moderne Wohnung. Okay? Wann deklinieren wir Adjektive nicht? Wann deklinieren wir Adjektive nicht? Wir deklinieren Adjektive nicht, wenn sie mit einem Verb stehen. Wenn sie mit einem Verb stehen. Ja? Noch einmal. Wir deklinieren Adjektive nicht, wenn sie mit einem Verb stehen. Okay? Beispiele. Der Schrank ist klein. Klein ist ein Adjektiv, steht mit ist ein Verb und dekliniert nicht. Das ist, der Schrank ist klein. Das Bett ist groß. Okay? Groß ist ein Adjektiv, steht mit einem Verb, ist und dekliniert nicht. Okay? Die Wohnung ist modern. Klar? Okay. Adjektivdeklination nach unbestimmten Artikel. Okay? Wir haben zwei unbestimmte Artikel. Ein für maskulin und neutral, eine für feminin. Wie deklinieren Adjektive nach unbestimmten Artikel? Okay? Im Nominativ mit maskulin, ja? Das ist ein kleiner Balkon. Das ist ein kleiner Balkon. Die Adjektivendung nach unbestimmten Artikel ein für maskulin ist er. Das ist ein kleiner Balkon. Ja? Mit neutral. Ein kleines Bad. Ein kleines Bad. Klein ist ein Adjektiv, steht nach unbestimmten Artikel ein für neutral. Die Adjektivendung ist es. Das ist ein kleines Bad. Okay? Die Adjektivendung nach unbestimmten Artikel eine für feminin ist Das ist eine kleine Küche. Okay? Die Adjektivendung nach unbestimmten Artikel ein für maskulin ist er. Adjektivendung nach einem bestimmten Artikel ein für maskulin ist es. Adjektivendung nach einem bestimmten Artikel eine für feminin ist e. Im Akkusativ. Okay? Die Adjektivendung im Akkusativ. Ein ändert sich im Akkusativ einen. Okay? Die Adjektivendung ändert sich von er zu en. Okay? Die Adjektivendung nach einem bestimmten Artikel einen ist en. Okay. Die maskuline und feminine Adjektivendung sind gleich im Akkusativ und im Nominativ. Das ist ein kleines Bad. Die Wohnung hat ein kleines Bad. Okay? Die Wohnung hat eine kleine Küche. Okay? Beispiele. Nummer 1. Das ist ein kleines Zimmer. Das ist ein kleines Zimmer. Die Adjektivendung nach einem bestimmten Artikel ein für neutral ist es. Das ist ein kleines Zimmer. Okay? Nummer 2. Das ist ein teuer Tisch. Die Adjektivendung nach einem bestimmten Artikel ein für maskulin ist er. Ein neuer Tisch.
Okay? Nummer 3, das ist eine moderne Wohnung. Die Adjektivwendung nach einem bestimmten Artikel eine ist e. Ja, alles klar? Okay, wählen Sie die richtige Antwort aus. Nummer 1, das ist ein Garten. Tola, tolle, tollen, tolles. Okay, was ist der Artikel von Garten? Der Artikel von Garten ist der Garten. Ja, die Adjektivwendung nach einem bestimmten Artikel ein für maskulin, okay, ist er. Das ist ein toller Garten. Das ist ein toller Garten. Okay? Nummer 2. Mein Haus hat einen Garten. Ja? Der im Akkusativ, ein in der Sicht zu einen, die Adjektivwendung in der Sicht zu. Ja? En? Ja? Mein Haus hat einen tollen. Ja? Klar? Mein Haus hat einen tollen Garten. Okay, Nummer 3. Das ist ein Wohnzimmer. Wohnzimmer, das Wohnzimmer, die Adjektivwendung nach einem bestimmten Artikel ein für maskulin ist, ja, es, ja, es, großes. Nummer 4. Meine Wohnung hat Wohnzimmer. Das Wohnzimmer auch, ja, meine Wohnung hat ein großes Wohnzimmer. Nummer 4. Das ist eine Küche. Eine für Feminin. Ja? Die Adjektivwendung nach einem bestimmten Artikel. Eine für Feminin ist was? Ja? Ist E. Ja, das ist eine praktische. Ja? Praktische Küche. Okay, Nummer 6. Wir haben eine. Auch die Adjektivwendung nach einem bestimmten Artikel. Eine ist E. Das, wir haben eine moderne Küche. Okay. Nummer 7. Die Wohnung hat drei Plural. Hier ist Plural. Die Adjektivwendung für Pluralform ist auch E. Die Wohnung hat drei tolle Zimmer. Okay? Schreiben Sie die Sätze richtig. Schreiben Sie die Sätze richtig. Nummer 1. Dein hat Haus einen Garten tollen? Fragezeichen. Hier steht Fragezeichen. Ja? Wir bilden eine Frage. Wir bilden jetzt eine Frage. Frage mit dem? Frage mit dem Verb. Ja? Frage mit dem Verb. Wir beginnen mit dem Verb. Wo ist das Verb? Hat und das Subjekt? Ja. Hat dein Haus einen tollen Garten? Hat dein Haus einen tollen Garten? Nummer 2. Großes, das ein ist Wohnzimmer. Punkt, ja. Hier bilden wir einen Aussagesatz. Das Verb steht auf Position Nummer 2. Ja. Das ist ein großes Wohnzimmer. Das ist ein großes Wohnzimmer. Das Verb besteht auf Position Nummer 2. Das ist, okay? Nummer 3. Deine hat ein großes Wohnzimmer? Fragezeichen. Ja, wir bilden eine Frage. Frage mit dem Verb, ja? Mit dem Verb hat was? Hat deine Wohnung ein Wohnzimmer? Hat deine Wohnung ein Wohnzimmer? Ja? Richtig? Ja, gut. Nummer 4. Ist das ein kleines Zimmer? Punkt. Ja? Das Verb steht auf Position Nummer 2 im Aussagesatz. Das ist ein kleines Zimmer. Das ist ein kleines Zimmer. Ja? Gut. Klar. Okay, was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Nummer 1, toller, groß, praktisch, modern, klein.
Was? Alle sind Adjektive. Aber Tola hier dekliniert. Oder dekliniert hier. Tola dekliniert hier. Ja? Tola. Nummer zwei. Praktisch, modern, toll, groß, kleinen. Was stimmt hier nicht? Alle sind Adjektive, aber kleinen dekliniert. Hier dekliniert hier. Kleinen? Klar? Okay. Nummer drei. Praktisch, klein, toll, großes, modern. Auch alle sind Adjektive, aber großes dekliniert. Ja? Dekliniert hier. Großes. Nummer vier. Modern, toll, groß, praktische, klein. Praktische. Okay. Nummer fünf. Toll, groß, haben, modern, klein. Was stimmt hier nicht? Ja, haben ist ein Verb. Alle sind Adjektive, aber haben ist ein Verb. Nummer 6. Wohnzimmer, Balkon, Arbeitszimmer, praktisch, Bad. Was stimmt hier nicht? Alle sind Nomen, aber praktisch ist ein Adjektiv und stimmt hier nicht. Praktisch. Ja, alles klar? Ja, viel Erfolg und Dankeschön.